Ja, wir haben in Karlsruhe gegen einen guten Gegner gespielt, der wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, der mit Abstand sein bestes Saisonspiel gemacht hat. Wir waren am Anfang auch mit dabei und haben physisch gespielt, sehr gut im Halbfeld verteidigt, aber haben viele dumme Fehler im Angriff gemacht, sodass Karlsruhe relativ einfach punkten konnte durch Stellangriffe und lagen dadurch zur Halbzeit hoch zurück. Und dann hat Karlsruhe sich in der zweiten Halbzeit dann rausgespielt und so gut wie jeder Ball ging rein. Und es ist passiert, was passiert ist. Ich denke, wir haben das gut aufgearbeitet, haben angesprochen, was wir hätten besser machen müssen und haben dann eine gute Reaktion gezeigt am Sonntag mit den 111 Punkten. Ja, also ergebnistechnisch natürlich 8 Spiele, 6 Siege, das ist natürlich toll. Also es gibt ja nur 2 Mannschaften, die besser sind als wir. Und da sind wir auf einem guten Weg, sehr guten Weg sogar. Und natürlich gibt es viele Facetten, die wir im Spiel verbessern können. Wir können konstanter verteidigen. Wir haben immer noch Viertel, die herausragend sind, und dann Viertel, die weniger gut sind. Aber das kommt mit der Zeit und wir sprechen das intern ja klar und deutlich an. Aber trotzdem darf man den Spaß nicht verlieren und irgendwie überehrgeizig werden, ne? Die Ergebnisse sind gut und natürlich wollen wir einfach weiter gewinnen. Ja, wir müssen gewinnen. Punkt. Wir haben uns in Ehingen sehr schwer getan. Und haben nicht die Mittel gefunden, im ersten Viertel ins Spiel zu kommen. Von daher sind wir gewarnt und wir haben es schon ganz früh angesprochen, dass es für uns ein Spiel wie jedes andere ist. Und man muss auch genau hinschauen. Bornoch hat zwar 0-mal gewonnen, aber sie haben viele Verletzungsprobleme gerade am Anfang und haben auch immer nur knapp verloren. Es ist keine Mannschaft, die sich hat abschlachten lassen, so ganz im Gegenteil. Fakt ist, wir haben jetzt 3-mal in Bornoch gespielt und 3-mal verloren. Von daher sollte das Motivation genug sein und dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen diesmal. Ja, ich hoffe, dass uns die negativen Erfahrungen helfen. Aber man muss immer vorsichtig sein mit dem Jung gegen Alt. Das sind Spieler, die Hoop Summit gespielt haben, die wirklich realistisches NBA-Potenzial haben, wie der McDowell. Ein Kubolka spielt jetzt erst gegen Italien. Nikolic hat jetzt man muss sich vorstellen, Nikolic letztes Jahr hat Pro A gespielt und ist jetzt Europameister. Also das sind wirklich Jungs, die sehr, sehr talentiert sind. Und auch die einheimischen Spieler wie Luis Olinde, die konnten wir nicht halten. Also von daher ist das eine gute Mannschaft. Und die spielen jetzt auch mit 2 Amerikanern, die erfahren sind, mit Rob Ferguson, haben noch anderen Jungen vom College geholt. Von daher ist das ein bisschen anders dieses Jahr. Aber wir werden unser Bestes geben. Wir müssen von der ersten Sekunde an eine hohe Intensität haben. Und das wird helfen. Das wird enorm helfen. Und am Bauen auch gar nicht erst einen großen Rhythmus kommen lassen. Wenn die in den Rhythmus kommen, können die spielen wie keine andere Mannschaft in der Pro A. Weil sie technisch unheimlich stark sind und über gute Automatismen verfügen, aufgrund ihrer hervorragenden Schulung. Aber da muss man von der ersten Sekunde auf deren Füßen stehen und ihnen das Leben schwer machen. Nein, wir haben da schon eine enge Verbindung, auch zu Rob und zu Luis. Und wir sind auch immer noch in Kontakt zu diesen Spielern. Und wenn der Spieltag vorbei ist, dann gucke ich natürlich immer gleich, wie hat Rob gespielt, wie hat Luis gespielt. Wir freuen uns unheimlich, wenn die ein gutes Spiel machen. Also von daher, das ist überhaupt nicht so, dass man sich irgendwie im Bösen getrennt hat, ganz im Gegenteil. Ich habe auch zu Robs Familie noch Kontakt, zu Luis Familie. Nee, jetzt am Wochenende die Freundschaft für ein paar Minuten ruhen, aber ansonsten ist da ein sehr gutes Verhältnis angesagt. Lukas muss zurzeit aussetzen. Ich kann noch nicht sagen, ob es das Wochenende reicht, er kann noch nicht mittrainieren. René hat sich erholt, er war angeschlagen ins Spiel gegangen, aber es sieht alles gut aus. Und Justin hat bis jetzt auch gut trainiert und hat keinen Rückschlag erlitten. Von daher ist zurzeit Lukas unser Problemkind, aber den kriegen wir vielleicht auch noch hin.